Hallo mal wieder. Heute geht's um HHO-Wasserstoffmotoren. Nachdem es der René im Jahr 2009, ne, schon erfolgreich vorgemacht hat, wie man ein Notstromaggregat auf Wasserstoff umrüsten kann. Läuft sehr gut mit Knallgas. Haben jetzt auch wir anderen nachgezogen. Ja, einmal haben wir hier in Markus seine Zelle. Das wird momentan in der Schweiz gebaut, aber auch hierzulande sind wir schon so weit, dass es läuft. Ja, das war Ronny gewesen. Ja, also nur mit Wasserstoff und den normalen Notstromaggregaten funktioniert es halbwegs, aber die Zündung kommt dann irgendwann dran, die umgemodelt werden muss. Und jetzt war Ronny, wann war das ja? Letztes Jahr bei mir gewesen und er hat mir seine Huckepack-Zündung mitgebracht. Oder besser gesagt, mir gezeigt. Tja, da brennt die Luft, genau. Und sowas wollen die Wasserstoffbastler jetzt haben. Ich selbst habe die Huckepack-Zündung vom René noch nie nachgebaut, habe sie bis jetzt ja noch nicht gebraucht, ne? Und als ich das probiert habe, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, den ersten Kondensator da in diese selbstgebastelte Zündspule zu entladen. Ne? Also dass man praktisch den Funken vorne an der Zündkerze hat, anstatt irgendwo mittendrin in der Schaltung. Tja, und der Markus aus der Schweiz hat sich da mal im Internet ein bisschen umgeguckt und ist da auf die freeenergy.chimdo-Seite gekommen. Da geht es hauptsächlich um Wasserantrieb, auch ein bisschen abgeguckt damit vom Stanley Meyer, aber dazu später. Und da war hier so ein Schaltplan drin gewesen. Ne? Steht gleich, oha, Lebensgefahr. Und zwar bei dem Schaltplan, der hier ist, ja, findet man dann, wenn man unter dem Unterpunkt Wasser als Antriebsenergie geht auf freeenergy.chimdo. Und da ist es so gemacht worden, dass mit einem kleinen PNP-Transistor die Zündspule in Kondensatoren und in einen Ferrit entladen wurde und ne, diese getrennte Wicklung davon hat dann den Puls weitergenommen. Und hat dann hier diesen 470 Mikrofarad 450 Volt Kondensator Huckepack entladen. Ja, hier unten seht ihr schon, wie es dann später werden sollte. Also in der Mitte dieser Zündkerze ist dann noch ein kleines Loch, wo Wasser durchgeleitet wird. Ja, und vorne, wo dann der Extremfunken rauskommt, soll es dann das Wasser gleichzeitig mit entzünden. Tja, die Schaltung hat der Markus aus der Schweiz schon erfolgreich nachgebaut. Allerdings ist dann irgendwann irgendwo was durchgeschossen und ich habe bis jetzt den Fehler nicht rausgefunden. Ja, mal gucken, ob das überhaupt was macht, weil hier unten drunter ist nämlich was aktualisiert worden, ne, am 20.01.2014. Da sagt er, ne, dass diese große erste Entladung, die durch diesen obersten Schaltplan zustande kommt, die Zündkerzen mit der Zeit kaputt machen würde. Haben sie sich wohl dann entschieden, diesen einen großen Knall auf drei kleine Knälle, so wie ich sie verstanden habe, umzuwandeln. Und ach nee, das war schon das andere gewesen. Ja, das ist dann der Schaltplan, der dann dafür da wäre. Das habe ich jetzt mal eins zu eins so hier nachgebaut. Mit diesen ganzen Bauteilen, die hier drauf beschrieben worden sind. Allerdings habe ich da so meine Problemchen damit. Da schaut es dann nämlich so aus, dass wir zwar, wenn wir hier Spannung anlegen,
Überspannungslampe kommt einwandfrei hinten auf den zwei Kondensatoren. Die sind eigentlich für 630 Volt ausgelegt. Da liegen jetzt 800 Volt an. Also die ZVS hier, ja, dieser erste Teil hier, mal groß drauf gehen. Dieser erste Teil hier ist eigentlich nur die Ansteuerung, um hier die Hochspannung zu erzeugen. Und hier hinten sollten dann die Kondensatoren auf die Zündspule entladen werden. Ja, dafür ist dieser Kreis hier unten zuständig, so wie ich das beobachtet habe. Aber irgendwie funktioniert der bei mir nicht. Ja, ich meine hier der Optokoppler. Optokoppler, funktionierst du? Ja, Optokoppler funktioniert. Das geht, aber hier hinten schaltet überhaupt nichts durch und hier oben kommt auch kein Funken. Jetzt kann man den Funken überbrücken, sodass man praktisch mechanisch schaltet, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache und dann würde das so hier aussehen. Ja, einmal kurz. Das Blöde dabei ist aber, dass man jetzt die Stromaufnahme sonst wohin geht. Ja, ausschalten. So ist es normal, die Stromaufnahme. So knapp in Ampere bei 14, 15 Volt. Und dabei macht er eigentlich noch gar nichts, außer dass er hier die Kondensatoren schön hochhält. Na gut, energiesparend ist was anderes, glaube ich. Aber wer weiß, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ja, das können wir nochmal kurz entladen. So. Es leuchtet auch nur noch eine Seite von der Neon-Klimlampe. Nee, es leuchten wieder alle beide. Aber trotzdem ist die Stromaufnahme sonst wohin gegangen. Ist nicht Sinn und Zweck. Puh. Tja. Das war jetzt ein Ding gewesen. Also, wenn ihr neue Kameras habt und sowas aufnehmen wollt, dann könnte es sein, dass eure Speicherkarte in den Arsch geht. Ne? Ich habe jetzt übelst lang zu tun gehabt, meine Kamera wieder aus- und wieder einschalten zu können. Also diese hier, ne, mit meiner anderen Kamera war das bisher kein Problem gewesen. Das ist jetzt eine Sony Cybershot, so wie das hier drauf steht. Ja, also da funktioniert der EMP-Puls auf alle Fälle. Gut, habe ich wieder die andere Kamera geholt. Wobei ich mir hier überhaupt nicht sicher bin, ist nämlich dieser Teil hier. Ja, da seht ihr, dass hier so ein 12F683 irgendwas dran ist. Und das ist jetzt der Schaltplan, der auf freeenergy.jimdo.com hochgeladen worden ist. Und wenn man den Spuren aber mal folgt, ne, also da wo der das her hat, da schaut es dann nämlich so aus. Und da ist hier unten eine ganz andere Verschaltung. Ja, und da ich mich mit den Dingern absolut nicht auskenne, keine Ahnung, wie man die durchmessen kann, was die eigentlich machen, habe ich auch keine Ahnung, ob das so richtig ist, wie ich das hier gemacht habe. Ja, und ehe ich da jetzt Ewigkeiten die Nadel im Heuhaufen suche und es bei der Schaltung eigentlich sowieso darum geht, diesen einen großen Puls in drei kleine Pulse aufzuteilen, ist mir unser Servo-Bedini-Motor wieder in den Sinn gekommen. Ne, der schwingt ja ziemlich oft pro Umdrehung hin und her. Und auch das Schalten der Zündspule passiert dann eher schwunghaft, ne? Nicht mit einem Mal komplett, sondern etwas verteilt. Und ja, das habe ich einfach hier vorne zwischen Zündspule und dem Ausgang sozusagen einen kleinen PNP-Transistor mit einem Read-Kontakt. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Dann kann man ruhig mal ein bisschen höher gehen. 16, 17 Volt ungefähr. Ja, müsste passen. So, andrehen. Der rennt. Und wo ist unser Magnet hin? Nehmen wir den hier. Ach, hier unten ist es. Okay. So schaut momentan der Funken aus. Müsste eigentlich ausreichen. Und auch von der Stromaufnahme her ist es, wenn wir durchschalten, so ist im Leerlauf sozusagen, wo vorne meine Schaltung schon ungefähr 1 Ampere gezogen hat. Und das ist halt im Moment, wo es durchschaltet. Ne? Ja. Thank you.
Ja. Na, mal gucken. Ob das dann reicht für Wasserstoff. Ja, falls noch jemand gibt, der richtig praktische Erfahrungen damit hat, immer her mit den Schaltplänen, wie wir es noch machen könnte. Und ob es wirklich drauf ankommt, so einen starken Funken wie möglich pro Zeit zu haben. Ja, oder ob die Voltzahl einfach nur ausreichen muss. Würde mich auf Kommentare freuen.